Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ja. Ich hoffe, es wird mal wieder ein guter Run werden. Meine letzten Runs, Alter. Oh Gott. Ich weiß nicht. Irgendwie. Nee. Irgendwie ist alles bad. Aber richtig, richtig bad. Das ist eine Münze. Wir brauchen 5 Münzen. Bomben. Okay. Wir sprengen mal hier. Okay, ist nicht der Geheimraum. Okay, dann gucken wir mal hier. Für Geld. Ja, nice. Okay, wir können in den Itemraum reingehen. Okay. Sehr geil. Von den Items will ich eigentlich nicht unbedingt was haben, aber der Cube of Meat ist vielleicht eine ganz gute Sache. Charming Tears. Ja, gut, okay. So, Item einsetzen. Erst einsetzen und dann auf den Knopf gehen. Damit wir auch die Aufladung für diesen Knopf bekommen. Dein Ernst? Oh Gott. Hä? Okay. Warte, was? War das die Superform? Ja, die hat mir doch schon besiegt, oder? Und nochmal einsetzen. Okay. Explodieren, schön. Okay. Ja, meine letzten Runs, die ich versucht habe aufzunehmen, waren alle... Ey. Die waren Grütze, ohne Ende. Also, es ging gar nicht. Nichts Gutes. Kein guter Run, immer verkackt. Weil so viel Scheiße passiert ist. Es ist so ein unfaires Spiel momentan. Also, für mich zumindest. So, einmal können wir es noch einsetzen. Okay. Und ja, also ich hatte, ey, dann null Bock mehr auf Isaac. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. So. Haben wir. Schön. Oh Gott. Aber mit unseren 4 Inkubussen ist es schon schön, ne? Ist schon schön, gegen diese Gegner hier zu kämpfen. Okay. Wir haben sowas wie ein Quadshot, nur OP. Nur richtig, richtig... Also noch OP'er als Quadshot eh schon ist. Weil wir haben... eine gute Tierrate. Trotzdem noch. Okay, du hast dich da nicht getroffen. Was war das denn? Ich habe den in mich gekickt. Ich will den Devil Deal schon machen jetzt. Okay, gut, wir haben nur so eine relativ leichten Gegner. Also ist alles okay. Gut, dass ich den Devil Deal eingegangen bin. Aber wir haben halt kein blaues Herzchen oder so, shit. Falls wir gleich einen Devil Deal bekommen, der uns kein schwarzes Herzchen gibt. Okay, was haben wir? Gut, wir haben nicht so krass gute Items. Aber ein Gegner, der sich gerade hinter Satan-Statue versteckt. Okay. Und der übel kacke ist zu bekämpfen. Oh Gott. Wie viel Leben hat der Typ, ey? What? Okay, endlich. Okay, gut. Wie es aussieht, gehen wir auf the Angel Deals. The Angel Deals, genau. Angel Deals. Ich nehme mal noch ein Herz hier mit. Vorsichtshalber. Ich wollte den Cube of Meat haben. So haben wir jedenfalls ein bisschen was für den Nahkampf auch. Sind ein bisschen geschützt vor Tränen. Was eigentlich ganz gut ist. Okay. Ich hasse Spinnen. Okay, nice, haben wir. Schöne Sache. Gut, wir haben Schlüssel für den Itemraum. Das ist schon mal sehr gut. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Leben. Strohhalm. Ja, der macht Damage im Raum irgendwie. Aber unsere Box ist schon ganz geil und wir haben Leben. Oh. Gehen wir hier rein. Gucken, was wir hier haben. Bombs-Aki, wow, gelb. Und One Makes You Larger, toll. Hat uns die One Makes You Smaller Pille eben ja so viel gebracht. Und hier sind auch keine so guten Items, ey. Ja gut, ein bisschen Range Up vielleicht, ne? Ja, Range Up könnten wir mitnehmen. Aber okay. Mann. Gut. So, das packen wir hier auch hoffentlich ganz easy. Hoffentlich ohne wirklich Leben zu verlieren. Das wäre ganz cool. Und ich hoffe, wir bekommen ein cooles Angel Deal Item. Oder wenn wir noch ein Devil Deal bekommen, halt ein gutes Devil Deal Item.
Was wäre denn gut? Irgendein schönes Damage Up wäre halt ganz geil, ne? Irgendein richtig geiles Damage Up wäre schön. Ach ja, wenn wir den Cube of Meat duplizieren, dann ist er ja... Ach ja. Ja, okay. Ist jetzt gerade nicht so geil. Und hier dieser Pilz, Alter. Wie viel Leben der hat! Ich werde hier gerade so ein bisschen eingeengt. Ich bin ein bisschen durchgemogelt, ne? So viele Gegner. Okay. Jetzt ist es wieder relativ gut. Hey, du Fledermaus. Ich wurde noch nicht getroffen hier. Das ist krass. Wundert mich ein bisschen. Okay. Oh Gott. Einsetzen. Genau. Einmal können wir es noch einsetzen. Okay. Schöne Sache. Okay, jetzt kommen die Bosse. Du bist ja instant gespawnt. Ich will mein Geld erstmal aufheben. Unser Cube of Meat macht ja schon ganz gut Damage, ne? Ach da. Oh lol. Double oder Triple Pin? Double Pin, okay. Okay, die haben wir. Schön. Und jetzt noch den Devil Deal. Oh Gott. Dein Ernst? Wie lange der noch so ganz leicht, ganz langsam hin zu uns gecharged ist, so. Das war ja auch mal geil. Oh, ich hasse es, mit Lilith irgendwie auszuweichen und gleichzeitig zu treffen. Das ist schlimm, das ist schwer. Wow, das ist ja mal... Wow. Bester Angel Deal ever. Wir könnten rerollen. Anstatt dann Range Up mitzunehmen. Das hat sich ja richtig gelohnt gerade. Okay. Oder nehme ich Range Up mit? Ich nehme Range Up mit. Komm, ein bisschen Range kann ich schaden. Wir sind Yes Mother? Echt? Ja gut, Charming Tears. Moms Coin Purse. Nee, nicht Coin Purse. Heißt es Coin Purse? Pill Purse? Pill Dings da, glaube ich. Und halt Moms Underwear. Okay. Gut. Was haben wir hier? Milch. Wow. Und Tears Up und ein blaues Herzchen. Das ist ganz okay. Nochmal Bomben, okay. Wenn wir hier stehen, alles treffen? Ja, nicht alle, aber okay. Das ist ein Herzchen. Hier ist Evil Up. Das gibt uns Bomben, ne? Und Hive Mind, das brauchen wir aber eigentlich nicht so. Double Charge, das ist ein schönes Item. Das nehme ich mit, Alter. Das ist ein richtig schönes Item. Jetzt chargen wir... Alter, warum haben wir so eine Tier-Rate? Hä? Warum haben wir so eine krasse Tier-Rate? Kann mir das jemand sagen? Ich würde das ganz gern wissen. Hä? Macht das Item auch Tiers ab? Ich habe keine Ahnung. Aua. Alter, lol! What? Okay, das ist irgendwie OP. Was? Als ob wir Libra und Zäumilk oder so haben, ey. What? Was gibt uns denn diesen krassen Tiers ab? Aber sieht das nicht... Alter, ist das geil. Was? Okay, das ist ja mal übel gut. Das ist ja mal übel gut. What? Wen haben wir da gerade instant besiegt? Welchen Boss? Haben wir da gerade überhaupt einen Boss besiegt oder ist einfach nichts gespawnt? Komm, spawn. Nice. Wo ist der Geist? Da ist der Geist. Und ein Angel Deal. Ist das dein Ernst? Jetzt komm schon, gib mir doch jedenfalls einen guten Angel Deal, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Nee, die Milch gibt uns Tiers ab, glaube ich, ne? Ich glaube, wegen der Milch haben wir den Tiers abbekommen. Chaos. Will ich Chaos mitnehmen? Ich nehme Chaos mit. Okay, und was haben wir für eine Karte? Magician. Oh, das ist schön. Das ist super für The Greedier. Wir haben keinen Schlüssel, den holen wir uns auf der nächsten Ebene einfach. Die Milch gibt uns Tiers ab, oder? Aber eigentlich nur, wenn wir getroffen werden. Ja, eben. Ha. Damit lässt sich bestimmt irgendwas Cooles machen. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Leben jetzt noch. Ein Guppy-Item. Schön. Das ist nett. Könnte man auch mitnehmen, würde ich sagen. So, hier.
Bombe! Gott, oh Gott! Ist das denn Ernte? Haben wir ein Herzchen? Da haben wir ein Herzchen. Oh Gott! Puh! Und Leben. Ja, Leben ist sehr gut. Das mache ich nicht. Dann öffnen wir alles nur noch mit Münzen. Und wir haben... Ach komm. Obwohl, eigentlich lohnt sich das, ne? Wir kriegen sogar 5 Münzen dazu, glaube ich. Richtig. Ja, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Nee. Hä? Oder wenn wir Milch duplizieren, dann kriegen wir auch schon Tiers ab. Ich weiß es nicht. What? Gibt Milch nicht nur Tiers... Milch gibt doch eigentlich nur Tiers ab, wenn wir... Oh Gott! Heilige Scheiße. Wenn wir... Ich fällt's nicht ein. Wenn wir getroffen werden, so. Oh, Alter, wir sind so strong. Mit dieser Fire Raid, Alter. Warum haben wir... Also, ich weiß nicht, warum wir diese Fire Raid haben. Ich habe jetzt gedacht an mich, dass ich irgendwie getroffen wurde oder so. Aber, wie es aussieht, ja nicht. Ach komm, diese Gegner, echt jetzt? Okay. Öffne dich, genau. Erstmal die besiegen. Au, dein Ernst? Okay, egal. Passt. Haben wir Double den hier? Wer ist denn das? Ich weiß den Namen gar nicht von ihm. Scheiße. Das ist irgendeine Sünde. Irgendeine Superform-Sünde. Herzen! Okay. Und diese Gegner, die übel anstrengend sind. Und immer noch leben. Okay. Und Devil die machen. Okay. Wir sind übel strong, wenn wir die Fire Rate haben und so viel dupliziert haben, Alter. What the fuck? Ich meine, es ist. Kannst du mir jetzt endlich mal einen guten Angel Deal geben? Dein Ernst? Alter. Ja, komm, wir müssen ein Guppy-Item mitnehmen. Müssen wir einfach machen. Ist ein Guppy-Item, Alter. Wir haben die Chance, Guppy zu werden. Chaos übrigens, was wir aufgehoben haben, das, gibt uns, die Chance, jedes Item in jedem Pool zu bekommen. Es gibt ja Item-Raum-Pools und, Devil-Deal-Pools und so. Das heißt, wir können auch Devil-Deals im Shop bekommen. Was eigentlich gar nicht mal so bad ist. So, wir haben ein neues Trinket. 2 neue Trinkets durch Double Charge. Ich glaube, ich nehme das mit. Und noch ein Guppy-Item. Wir könnten Guppy werden, Alter. Wenn wir Guppy werden, dann ist es OP. Ist GG. Ist GG. Oh Gott. Okay, hier reingehen. 2 Schlüssel. Und wir sind Oh Gott, ist das geil. Oh, ich hoffe, wir kriegen genug Geld zusammen, Alter. Cricket's Head und 9 Leben. Cricket's Head und 9 Leben, Alter. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen bad. Okay, einsetzen. Und unsere 1er T-Rate holen. What the fuck, Alter. Das ist halt eine 1 minus eine 1er T-Rate. Kriegen wir eigentlich nur durch Instant Soy Milk. Aber da geht unser Damage halt übel runter. Und jetzt haben wir die 1er T-Rate ohne Soy Milk. Und ein gutes Damage. Ein echt gutes Damage. Oh, lol. Echt gutes Damage, ey. Oh Gott, ist das geil. Okay, dieser Isaac Run. Oh, ist schön. Endlich mal wieder ein guter Isaac Run. Nach so vielen kläglichen Versuchen. Oh Gott, herrlich. Aua. Da war eine Spinne. Ja! Sorry, ich musste kurz meinen Mann antworten. Sie hat mich gefragt, ob ich Kaffee will. Da kann ich nicht antworten. Von wo kommt er? Von da unten, okay. Komm. Instant besiegen. Nein. Oh Gott. Diese Strahlen sind halt echt nicht cool. Da ist er. Komm her. Komm her. Komm her. Sei besiegt. Sei besiegt. Sei besiegt. Und Devil Deal machen. Und wir bekommen Cricket's Head und 9 Leben. Das ist sehr geil. Den haben wir, okay. Und den haben wir auch. Devil Deal diesmal. Wow. Wow. Wow.
Alter. Mitnehmen. Und 9 Leben mitnehmen. Wir haben jetzt zwar nur noch ein rotes Herzchen. Aber wir sind Gappi. Wir haben nur noch eine Ebene vor uns, ne? Fuck, wir brauchen Leben. Scheiße. Okay. Ich hoffe, im nächsten Shop gibt es blaue Herzchen. Dann kann ich mir ganz viele blaue Herzchen kaufen. Mehr werde ich dann nicht ausgeben. Na, keine blaue Herzchen. Eine Karte. Wheel of Fortune. Daran können wir blaue Herzchen bekommen. Das Problem ist... Ja, mit dem Buch könnten wir auch blaue Herzchen bekommen, aber das ist halt aufladen und so. Von den Items brauchen wir jetzt eigentlich nichts. Blaue Herzchen, sehr geil. Okay. Ich gehe hier rein. Okay, ich mache das so. Schieb das da hin. Mach mir ein Herzchen Schaden. Halbes. Zack, aufheben. Na, kacke. Dein Ernst? Okay, wir gönnen uns noch kurz die Bombe hier. Sprengen das einmal. Und holen uns noch das rote Herzchen hier. Und jetzt sparen wir auf die blauen Herzchen. Oh, wir haben schön Damage durch Cricket's Head. Obwohl, wir haben eigentlich gar nicht mal so krassen Damage, ne? Ja, gut, wir haben keine anderen Damage-Ups bekommen, so wirklich. Aber wir sind Gappi, also von daher dürfte das eigentlich ganz gut funktionieren, alles. Holy shit. Moms Hände. 2 Hände waren's, okay. Okay, hier unten sind ganz viele von den Gegnern. Die durch die Charming Tears auch ganz gut zu besiegen sind. Nochmal einsetzen. Oh, ist das dein Ernst? Das ist jetzt gemein. Das war jetzt gemein. Zack. Ach, der Typ ist in mir gespawnt gewesen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Weil der halt instant explodiert ist. Okay. Wow, wir können uns gleich noch ein blaues Herzchen, glaube ich, kaufen. Wir können jetzt unser Item auch nicht einsetzen, das Space-Item. Okay. Den haben wir auch besiegt. Der da unten ist, glaube ich, gleich auch weg. Oh Gott, das ist ein mieser Raum. Ja, genau, er dreht sich in diese Richtung, ist es klar. Dein Ernst? Aber wir haben halt noch ein paar Leben, das ist das Gute. Okay. Okay. Oh Gott. Komm her, nice. Sei besiegt. Da oben ist noch einer, oh Gott. Okay, okay. Nein, ich wurde getroffen. Wie habe ich das denn geschafft? Ach du Kacke. Bitte gib mir ein Devil Deal Item, was uns gute Herzchen gibt oder so. Das wäre super Angel Deal. Oder ein gutes Angel Deal. Ist irgendwie... Ist okay, wir haben Herzchen. Ist ganz okay. Können uns noch 2 blaue Herzchen holen. Okay. Und... Gut, jetzt müssen wir hoffen, dass wir gut durchkommen werden. Ach du Kacke, ey. Wir müssen Greedia besiegen, ne Leute. Vergesst das nicht. Greedia. Nicht nur Greed. Ultra Greed. Nein, Greedia. Oh Gott. Okay, den haben wir. Schöne Sache. Den haben wir auch. Schöne Sache. Okay. Jetzt geht's los. Gute Fire Rage. Oh Gott, oh Gott. Nein. Geld aufheben. Das ist halt mit Lilith ein bisschen sehr schwer. Weil wir halt ausweichen müssen, aber auch gleichzeitig treffen müssen. Und wir schießen ja nicht mit unseren Tränen. Das ist das Ding. Wir schießen ja mit unserem Inkubus. Aber wir haben den Cube of Meat, der sich da hinschillt und gut Damage macht. Und unsere Fliegen, die auch ganz gutes Damage drücken. Nein, Spinne, geh weg. Schlüssel, nein, geh weg mit deinen Schlüsseln. Okay, ich glaube, ich krieg die nicht alle zerstört. Nein. Hey, ihr Gegner. Na? Okay, das war easy. Okay, Gappi, Spinnies, kommt. Fliegen, kommt. Ihr müsst angreifen.
Nein! Ah, wurde ich getroffen, dein Ernst. Das ist nicht gut. Komm schon, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Komm. Dein Ernst? Danke. Okay, ihn haben wir jetzt. Nein, die explodieren, scheiße. Stimmt, sie explodieren. Aua. Nein, wieso renne ich da durch? Okay. Okay. Nein, sie explodieren. Oh Gott, oh Gott. Er ist gesprungen. Okay, er ist schon wieder gesprungen. Ja, wenn er springt, ist das gut. Das kann ich gut ausweichen. Sein Springen ist super. Okay. Oh Gott. Das ist ein... Okay. Au. Diese Tränen, die er schießt, das ist halt mein Problem. Ich darf nur noch einmal getroffen werden. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Nein! Okay, jetzt sind wir am Arsch, Leute. Jetzt sind wir am Arsch. Ich habe mein Space-Item nicht. Und wir haben keine gute Fire-Rate, wir haben keinen guten Damage. Oh Gott, das ist... Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Es war ein schöner Run, aber es wird nichts. Es wird nichts. Glaube ich. Okay, ich wurde schon getroffen. Okay, das ist greedy. Wir machen halt jetzt kein Damage. Und ich habe nur ein halbes Herzchen, Alter. Ich schaff das nicht. Das packe ich niemals. Das ist unmöglich für mich. Wir sind zwar Guppy, aber das bringt uns halt in dem Punkt auch nicht wirklich was. Ach man, komm schon, ey. Oh, das ist echt dumm. Oh Gott. Er macht auch nur ein 6. Oh Gott. 6er Damage. 6,6. Und wir hatten halt. Okay, wir hatten aber auch keine guten Deals oder so, ne? Wir hatten gar nichts, ey. Wir hatten gar nichts. Keine guten Deals, nichts. Das ist halt ein bisschen scheiße. Bisschen unlucky, ne? Kannst du mal. Grüne Fliege, greif doch ihn an. Warum hat sie ihn nicht angegriffen? What? Ach man. Oh man. Okay, haben wir. Nice. Sehr gut. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir das easy schaffen werden. Wie ihr, glaube ich, gerade seht, ne? Wenn wir das nicht packen werden, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich nicht, wie stark wir noch werden müssen. Komm, komm. Die Bomben können ruhig da bleiben, meinetwegen. Ist okay, den kann man gut ausweichen. Eigentlich. Ja. Gut, oh Gott. Wir können halt nur einmal von Greed oder Greedy ja getroffen werden, das ist das Problem. Das ist übel, weiß ich nicht. Das ist schlimm. Ich werde das nicht packen, Leute. Ich werde es nicht packen. Auch wenn ich sonst immer zuversichtlich bin, dass ich irgendwas schaffen werde, das nein. Nein. Eindeutig nicht. Gibt's mir irgendwas Cooles? Nein, natürlich nicht. Wir haben auch keine Batterie oder so, das ist das Problem. Wir bräuchten irgendwie auch noch eine Batterie oder sowas. Damit wir unser Space-Item jedenfalls aufladen können. Mann. Okay. Es wird jetzt ein Part, der nur noch jetzt aus Toten besteht. Ja. Vielleicht werden wir zwischendurch noch einmal zu Greedia kommen oder so. Ich weiß es nicht, aber... An sich... Schaffen werden wir es, glaube ich, nicht. Ach, Mann. Das ist dumm. Wir hatten auch... Na gut, unsere Items waren halt... An sich...
war unsere Kombi jetzt OP, dass wir halt so ein Dears abbekommen haben etc. Aber dafür hatten wir halt kein Leben, kein Damage an sich. Es war halt unlucky. Wir sind halt Guppy, klar, aber es ist halt... Nur Guppy sein bringt einem auch nichts. Ich meine, Guppy kann gut was regeln, ja, aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass Guppy alles klären kann, dass man mit Guppy easy den Run geschafft hat. Wir brauchen halt trotzdem Damage oder Tears oder so. Aber das haben wir nicht. Jetzt nicht mehr. Wo wir unsere Items einsetzen können. Okay. Jetzt gibt er sich auch noch Leben, ey. Oh, Mann. Oh Gott. Oh. Ach Leute. Es ist so dumm. Es ist so dumm, so dumm, so dumm. Ich weiß auch nicht, warum ich es noch weiter versuche. Das weiß ich nicht. Wir haben eh nur noch 3 Versuche, Leute. Vielleicht noch mehr, wenn Guppys Collar uns noch ein Leben gibt oder so. Also uns nochmal wiederbelebt. Aber ich glaube eher nicht. Ich kann auch nicht in den Nahkampf gehen, weil ich wahrscheinlich eh getroffen werde. Und dann haben wir einfach noch ein Herzchen weniger. Beziehungsweise sind wir halt noch ein Leben los, meine ich. Weil einmal getroffen werden und ich bin tot. Weil wir haben nur ein Herzchen. Mann. Das ist gemein. Es ist so gemein. Dieses Spiel. Dieses Spiel ist so bösartig. What the fuck? Geht doch mal kaputt, ihr Münzen, Alter. Wir haben gleich immerhin die Hälfte, Leute. Immerhin die Hälfte. Ist schon mal ein großer Schritt. Ein großer, großer... Okay. Wir hatten die Hälfte. Immerhin. Ich würde sagen, das war... Ja. Das war OP. Wir sind super. Super strong. Aua. Ah. Oh Leute, Mann. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Du hast so wenig Chancen, wenn du nicht übel strong wirst. Ne? Wenn du nicht einen OP-Run hast, hast du so wenig Chancen in diesem Spiel. Mittlerweile. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ja, yeah. Wir haben ihn gecharmt, Alter. Geil. Okay. Ja, okay. Alter, wie habe ich da denn? Okay, ja. Wir haben auch kein Speed, wir konnten nicht ausweichen. Oh Mann, es war so ein schöner Run am Anfang, ne? Mit dieser übelst geilen Kombi, ey. Aber nein, das Spiel lässt mich kein Erfolgserlebnis haben. Mann. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.